Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part Bell Ride. Es hat sich wieder ein bisschen was getan. Ich habe wieder ein bisschen gebaut und das werde ich euch jetzt natürlich zeigen. Und ich denke, dass wir dann heute wieder Quests verfolgen werden. In dem Sinne viel Spaß und let's go. Wir haben es Winter und 12.54 Uhr. An Tag 74 schon. Und wenn ihr jetzt nach darunter schaut, dann seht ihr, dass fast nichts mehr steht. Ja, woran liegt das wohl? Naja, ich habe hier unser kleines Dörfchen ja ein bisschen ausgebaut im Off und langsam kommt es mir auch so vor, als wäre es ein kleines Dörfchen, was mich jetzt nur ein bisschen belastet, dass man die persönliche Hütte tatsächlich ja nur bauen kann, wenn man diesen, wie heißt er denn gleich? Jetzt wartet mal schnell. Hier die Hütte. Wenn man den Apprentice Zimmermann hat und wie ihr ja alle schon wisst, geht es nur, wenn man ein Dorf befreit hat. Das ist natürlich sehr sad. Das heißt, ich muss weiter auf meinem kleinen Plätzchen da unten pennen. Gut, kann ich nicht ändern. Hier haben wir jetzt unsere neue Weberhütte auf jeden Fall. Hier hinten ist die Sammlerhütte. Dann habe ich hier zwei Felder angelegt. Erstmal eins mit eben sowas wie Weizen und Food. Das andere halt mit Baumwolle, Hanf und den ganzen ja, Blumenzeugs. Hier haben wir eine Scheune, wo nur Essen reinkommt. Den Werkzeugmacher kennt ihr ja bereits. Dieses kleine Häuschen auch. Dann habe ich hier ja nochmal eine Scheune. Hier einen Waffenständer, hier nochmal ein Haus, hier nochmal ein Haus. Dann habe ich hier den kleinen Essplatz hingemacht und hier muss nochmal ein Haus hin, weil ich noch jemanden aus Brad Pitt organisiert habe. Ich glaube, sie ist es. Nee, ist es nicht. Warum hast denn du nichts an? Hallo? Ja gut, wenn es dich nicht friert, dann renn halt so rum. Kein Problem. Genau, ich habe noch jemanden rekrutiert und zwar ist das die gute Ariadne Raulin. Habe sie auch schon zugeteilt. Und ich habe es jetzt dank euch geschafft, dass es quasi hier Lunetria heißt. Das ist ein bisschen blöd, das so zu machen, weil ich jetzt hier auch noch die Bronx habe. Aber gut, so bin ich auf jeden Fall erstmal damit einverstanden. Vielleicht kann man es ja irgendwann direkt auch einfach umbenennen. Ja, meine Lieben, gucken wir doch mal, was wir denn alles für Quests haben. Oder sollen wir keine Quests machen und vielleicht nochmal schauen, dass wir irgendwas überfallen, wie das Banditenlager hier. Das Problem ist nur, dass ich, glaube ich, noch nicht genug Waffengedöns habe. Ich habe auch hier übrigens, boah, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt. Auf jeden Fall war das so ein Ding, wo dabei stand, dass man das Arbeitern geben kann und die dann mehr Baumstämme tragen können. Aber ich habe jetzt nicht gefunden, in welchem Haus man das machen kann. Weil wenn man jetzt das hier mal guckt, da ist es nämlich nicht drin und tatsächlich im Dings auch nicht. Und das ist natürlich sehr blöd. Also eigentlich würde ich gerne lieber Quests machen, weil ich halt auch immer noch das Gefühl habe, dass es alles hier so lange dauert. Also wie gesagt, ich weiß nicht, bei welchem Tag waren wir im letzten Part. War es 63, 66 oder so? Und jetzt sind wir halt bei Part 74 und ja, ist jetzt auch noch nicht so weit, wie ich es eigentlich gerne hätte. Auch mit den Werkzeugen, das ist total doof. Ich weiß halt auch nicht, eigentlich müsste ich dann ja theoretisch erst die Quests in Herndien fertig machen, dass ich Herndien irgendwann befreien kann. Ja, irgendwie so, ne? Ich habe auch mein Reiseschild abgerissen. Das habe ich jetzt hier hingestellt. Und was ich noch abgerissen habe, ist das Trapperlager, weil ich mir halt dachte, okay, wenn ich eh einen Jäger habe, der auch Hasen jagen kann, wofür brauche ich dann das Trapperlager? Wenn ich da jetzt falsch lag, dann berichtigt mich gerne, dann baue ich nochmal eins, aber irgendwie war es für mich halt unlogisch. Dann düsen wir jetzt nach Herndien und geben dem guten, wem auch immer, hier mal die Quest ab. Oder nehmen sie an? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Achso, ich kann ja gar nicht, ne? Weil ich das noch nicht habe. Mein Gott im Himmel.
Die Trophäen habe ich auf jeden Fall schon in Auftrag gegeben, aber davon braucht man ja auch, also dafür braucht man ja auch Endviel und das habe ich halt noch nicht. Und wie gesagt, Bronzepfeil geht nicht. Der Bücherschrank, das können wir mal verfolgen. Das ist doch auch in Herndien, korrekt? Oder bin ich doof? Nee, es ist tatsächlich in Herndien. Ja, ich würde halt gerne mal ein Dorf irgendwie zu Ende bringen, aber man kommt halt immer so von einem ins andere und ja, ich weiß auch nicht, dann ist es irgendwie so ein bisschen kompliziert und wenn ich dann halt lese, wie weit ihr schon seid, ja, dann ist das sehr belastend, meine Lieben. Ach ja, genau, bevor ich es vergesse, es hat jemand in den Kommentaren auch gefragt, was das hierzu bedeuten soll und dass bei ihm eine Zahl steht. Ich glaube, es war 77 oder so. Wenn ihr wisst, wofür das hier steht und wenn das noch nicht beantwortet wurde, dann wäre es doch echt nett, wenn ihr mal antworten könntet. Und ansonsten war, glaube ich, eigentlich nichts mehr. Hi Oskar, wir dürfen mit dir reden. About the merchant? I did, but there is a broken cart down the road. I found no trace of him, only some tools. I will speak with him. Sprich mit dem Igor Fulke, dem Handwerker. Gut, wir sprechen mit dem Igor. Wo ist er? Hier. Da müssen wir jetzt quasi nach Padstow zurück. Ich finde es auch ein bisschen doof, dass man die Reiseschilder tatsächlich nicht irgendwie näher hier ran machen kann, weil das ist halt immer so ein Gelaufe. Man kann es aber nicht platzieren, weil es sonst zu nah an der Stadt wäre. Naja, ich hoffe, dass irgendwann, keine Ahnung, vielleicht eine Kutsche kommt, ein Pferd, eine Kuh, auf der man reiten kann, die gibt es ja schon. Eine Ziege wäre auch okay. Ja, genau. Oder eine Turtle. Ach so, was ich euch noch erzählen wollte, ich weiß nicht, ob man es sieht, ja. Ich bin bis zum Ende der Welt gegangen und zwar bin ich auf der Suche nach Zinnerz einfach mal hier hoch. Und ab hier hinter dem Berg ist eigentlich mehr oder weniger nur Schneelandschaft. Das zieht sich hier hoch, hier kommt dann irgendwann, kommt mal wieder ein Wald und dann wieder Schnee, dann wieder Wald. Und wenn man hier oben ist, ist tatsächlich nichts. Da läuft man dann einfach gegen eine Wand, aber es passiert nichts. Das wollte ich dann tatsächlich einfach mal ausprobieren, warum auch immer. Aber genau, jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Lohnt sich also nicht, da ans Ende zu laufen. Es sei denn, ihr braucht Holz und ihr habt sonst keins mehr. Wir reisen also nach Home. Das ist halt cool. Unser Reiseschild steht jetzt genau hier an der Siedlung. Das heißt, man ist easy peasy wieder zu Hause. Und hätte ich jetzt meine persönliche Hütte schon gebaut, dann müsste ich jetzt nicht so weit zu meiner persönlichen Hütte laufen. Einmal durch die Büsche und noch schön Zecken mitnehmen. Ja genau, wir haben halt jetzt hier noch so diese paar restlichen Überbleibsel. Das andere habe ich alles schon gelöscht. Aber ja, das wird mit der Zeit dann auch cooler. Sehr schön. Wir müssen also wieder in die Richtung von Padstow gehen. Das heißt, haben wir denn irgendwas jetzt noch, was wir mitnehmen könnten? Wo führt uns denn der Brief hin? Der Brief führt uns nach Brad Pitt und harte Arbeit, ja okay, robuste, Vorschlaghammervilla, okay. Das Siegel Brad Pitt, sprich mit Emily Feldtour. Ja, das könnte man natürlich dann auch noch machen. 5 Stück geräuchertes Fleisch habe ich aber jetzt gerade nicht. Sonderlieferung, Hirschjäger, ein Hirschgeweih. Ein Hirschgeweih. Das habe ich. Das habe ich. Wenn sie es nicht irgendwie schon verarbeitet haben. Und sie schleppt hier immer noch halbnackt den Baumstamm. Das ist witzig. Ich hoffe, dass der Winter auch bald vorbei ist. Irgendwie gefällt mir der in dem Spiel gar nicht. Absolut nicht. Ach so, hier ist unser Lager und hier ist auch das Hirschgeweih. Da nehmen wir eins mit und dann ist gut. Dann muss ich aber noch mal kurz die Quest andingseln. Und das war die hier. Korrekt? Jawohl. Ach nö, jetzt können wir nicht hinreisen, weil irgendwelche Banditen da rumdümpeln.
Ist doch nicht dein Ernst, Leute, haut ab. Mama kommt. Und da sind wir auch schon. Hallo Igor, grüße dich. Do you want? What do you want? What do you mean? Sei Didn't nicht see so a thing. unfreundlich. Ich bin wirklich nicht in der Stimmung, Spiele zu I'm having spielen. nothing to do with this. Brigands. Okay, ich sag's dir, aber erzähl's nicht den Briganten. In Ordnung. Three. Okay, dann haben wir das jetzt fertig, aber es war doch noch eine Quest mit Igor, oder? Das hier verfolgen. Und genau, ja, sehr cool. Haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe I'm open for geschlagen. business, and I guarantee you Bezüglich der well managed to Hörner, get the stick. hier. Excellent. Auch jagen oder Bogenschießen? Nehmen wir mal Bogenschießen und Handwerk. Oh, cool, wir haben auch wieder gute Sachen bekommen. Oh, lecker, dann esse ich das. Ah, nee. Ja, nein. Ich darf auch mal was für mich behalten. Ui, da schaut euch mal den fetten Lebensbalken an. Sehr schön. Was haben wir denn noch? Den Brief müssen wir ja bringen. Und zwar nach Brad Pitt. Unser Jäger war wieder aktiv. Wunderbar, wunderbar. Okay, wir müssen also den Brief zu Lucy Lane bringen. Lucy, ich habe gehört, ich muss links abbiegen, um zu dir zu kommen. Dann einfach immer geradeaus und in 200 Metern wieder links abbiegen. Es sei denn, sie ändern ihren Kurs und verraten es mir nicht. Was ich wieder red für ein Schmarrn, ey. Morning, friend. Mind the mud on the path. Ja, hi. Hey, hey, you! Warte mal, ich soll doch den Brief zu Lucy Hello? bringen. Was will denn jetzt Danny? Ach so. Unfortunately, I have Hey. no job for. Bring einen Brief zu Lucy Lane in Farnworth. Farnworth. Oha. Was ist dann das, was hier oben ist? Was ist dann mit ihm? Hello? I'm afraid I don't have anything for you to do right now. Okay. Anything else? Leb wohl. Hey, cool, Leute, wisst ihr was? Dann düsen wir doch jetzt mal zu diesem Farnwick. Das ist halt aber wieder genau das, was ich meine. Jetzt sind wir schon wieder in der nächsten Stadt und haben noch nicht mal die anderen fertig. Das ist aber voll weit. Sollen wir da wirklich jetzt hindüsen? Ich bin mir nicht sicher. Nee, wir machen das anders. Wir gehen wieder nach Hause und konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Herndien-Quests. So, das heißt, wir brauchen drei einfache Äxte und zwei Ulmen-Kurzbogen. Dann müssen wir das doch mal hier in Auftrag geben. Was Ulmen-Kurzbogen da? Wo ist er denn hier? Zweimal, bitte ganz nach oben. Und dreimal einfache Axt. Was bedeutet dieses Symbol? Kann ich keine. Ach so. Ist da zu viel drin, vielleicht? Okay, dann tun wir mal das hier wieder raus. Der ist noch drinnen und dreimal einfache Axt. Hier. Eins, zwei, drei und das bitte auch ganz nach oben. Da müssen wir jetzt eh kurz warten, bis das fertig ist. Genau, das sind immer noch die Trophäen, die wir für Herndien brauchen. Aber das ist halt hart, weil wenn ihr mal gucken wollt, wenn ihr es noch nicht wisst, diese Trophäen. Na warte mal, ich habe hier eine Hirschtrophäe. Habe ich denn die jetzt schon wieder her? Ach ja, stimmt, von dem einen. Was ich sagen wollte, wenn ihr guckt mal hier, die Wildschwein-Trophäe kostet 10-mal Fell. Nee, kostet ein Eberhauer, 4-mal Fell und 4-mal Holz. Ich habe kein Eberhauer. Das ist das Problem.
Und hier nämlich braucht man zwei Wolfszähne. Ich habe die halt aber nicht gesammelt, sondern immer wieder rausgehauen. Das ist natürlich blöd. Deswegen, das können wir immer noch nicht machen. Da waren wir auch schon so weit. Geht nicht. Wir könnten aber in der Zeit hier noch das Buch nach Herndien zurückbringen. Damit wir da auch wieder vorankommen. War das bei euch auch so ein Hin und Her tatsächlich oder habt ihr euch wirklich erstmal nur auf eine Sache konzentriert? Buchhändler, ich fliege in deine Arme. Fang mich auf. Oh, da springt sie gegen das Schild so blöd. Welcome to my bookstore. Welcome to my bookstore hier. Pray tell. Ich habe doch das Buch. My word, where did you find them? Ha, er hat ja gesagt, wir sollen nichts sagen. Und deswegen sagen wir haben den Bereich um den Karren noch einmal überprüft. Die Bücher lagen einfach da. Ah, ich verstehe. Danke für deine Hilfe. Beweglichkeit. Das war's, oder was? Einfach nur Beweglichkeit. Sehr interessant. Ist ja interessant. So, das ist... We're keeping the peace here, in the name of Lord Ashbourne. Das ist doch einer von der Quest, die... Ah ja, wir müssen ja auch noch mit Emily sprechen und die ist ja normalerweise auch hier. Oder ist die jetzt plötzlich woanders? Nee. Dann einmal noch zu Emily. Anscheinend wurde Patrick Starr für seine zweite Amtszeit als Ältester von Bradford vereidigt. So sehr ich ihn auch für einen Spinner halte, vielleicht kann er dir bei deinem Siegelgeheimnis helfen. Ja, gute Idee, ich werde mit ihm sprechen. Jetzt muss ich mit Patrick reden. Ach, hin und her und hin und her. Ich werde nicht mehr froh. Übrigens, Leute, ne? Also, wenn ihr irgendwas sehen wollt oder wenn wir irgendwas Bestimmtes mal machen sollen, dann schreibt es ruhig. Das ist wie Snavi. Man wird ständig unterbrochen. Dann schreibt es ruhig auch gerne mal in die Kommentare. Also, wenn ihr sagt, hey, komm, überfall heute Banditenlager oder keine Ahnung, geh mal nach Westen und erkunde da oder wie auch immer. Sagt mir einfach Bescheid und dann können wir das bestimmt auch irgendwie einbauen. Wieso bin ich jetzt nach Hause gegangen, The Fix? So, wie geht's meinem Hanf? Wir brauchen nämlich... Ah, sehr schön, richtig viel Hanf. Weil wir Seilmangel hatten oder haben. So, wie sieht's denn aus mit dem Bau von dem Häuschen hier? Denn wir haben nämlich jemanden Obdachlosen, aber so viel ist gar nicht mehr zum Hinzufügen. Wie gesagt, noch die Seile. Aber die werden dann schon irgendwann fertig. Habe ich irgendwas hier im Forschungstisch gerade? Nein, da ist es nämlich auch so eine Sache. Also im Prinzip, glaube ich, macht es Sinn, wenn ich die Sachen dann jetzt erforsche, wenn ich sie dann sowieso noch nicht brauche. Und... Es gibt zweimal das Dorfhaus. Wieso? Dorfschrein. Dorfglockenturm übrigens habe ich auch erforscht. Hier den Dorfkräutergarten sowie die Laterne. Wenn ich das aber platzieren möchte, dann heißt es, muss innerhalb der neutralen Dorfzone gebaut werden. Aber was ist denn die neutrale Dorfzone? Könnt ihr mir das vielleicht verraten? Wo ist die neutrale Dorfzone? Also ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn ich jetzt hier einfach wegdüse. Weil ich kann es ja hier auch immer noch nicht bauen, deswegen. Nee, geht nicht. Also Leute, keine Ahnung. Und dasselbe ist es ja hier mit dem Dorfkräutergarten. Das geht auch nur in dieser neutralen Zone. Deswegen habe ich den Schrein und so noch nicht gebaut. Wo ist die neutrale Zone? Und jetzt, nachdem ich hier auch ein paar Sachen abgerissen habe, wachsen auch wieder Bäume hier. Das ist gut. Was ist denn jetzt hier eigentlich drin? Also, hier ist auch schon eine Hirschtrophäe. Und hier auch. Das heißt, ich habe schon zwei davon. Ja, cool. Das heißt, es fehlt hier eh nur noch Eber und... Holz, wollte ich sagen. Eber und Wolf. Dann möchte ich jetzt mal zu unserer Jagdhütte und das vielleicht mal umstellen. Dass diejenige mal, oder was jetzt der, Kaninchen lässt, Hirsche lässt und Krähen auch.
und sich dafür mal an die Wölfe macht, damit wir das auch machen können. Und hier ist Fleisch, was irgendwie fast abläuft. Das nehmen wir mal mit. So, haben wir jetzt hier irgendwo noch Platz für das Fleischi? Nee, gerade nicht. Pilzeintopf, die ganzen Pilze und... Ja, okay. Das ist blöd. Und der Pilzeintopf kann ja nichts werden, wenn da kein Holz drin ist. Seht ihr da rein? Das sieht doch nicht aus wie Pilze, das sieht aus wie Blätter. Na gut, wenn ich es nicht aufhängen kann, dann kommt es jetzt einfach erstmal ins Essenslager. Nein, der Brief nicht. Und ich habe ja auch wieder Bücher. Was haben wir denn? Beweglichkeit. Bogenschießen und Handwerk. Also Herstellung macht ja eigentlich immer Sinn. Gewandtheit. Bogenschießen braucht sie auf jeden Fall nicht, Alice Cooper. Hier können wir mal Bogenschießen geben. Ihm auch. Ist immer gut für einen Kampf. Lubomir kann Gewandtheit dazu bekommen. Lukas auch. Und ich glaube, das war's sowieso, oder? Haben wir jetzt noch ein Buch? Nein, alle weg. Wieso habe ich denn bitte diese kaputten Werkzeuge in meiner Tasche? Ich habe die da nicht reingelegt. Kommen die einfach und schmeißen es in meinen Rucksack oder was ist da los? Aber wisst ihr was, wenn ihr es in meinen Rucksack schmeißt, dann gehe ich aufs Plumpsklo und schmeiße es da weg. So, habt ihr nun davon? Seit wann haben wir überhaupt getrocknete Beeren? Hat sie irgendwie noch nie gemacht. Und es ist jetzt gleich schon wieder dunkel. Ja, Leute, ich hoffe, der Part wird jetzt nicht allzu kurz sein. Denn manchmal habe ich einfach die Zeit nicht so im Blick. Aber das ist kein Problem, denn wir sehen uns ja auf jeden Fall nächste Woche wieder im Video. Dann würde ich nämlich sagen, beende ich den Part an der Stelle auch. Ich danke euch natürlich wieder fürs Zusehen. Schreibt gerne Vorschläge in die Kommentare, wenn ich irgendwas Bestimmtes machen soll. Und morgen ist Sonntag, morgen ist Schontag und deswegen kommt morgen auch kein Video. In dem Sinn, Leute, habt noch ein schönes Restwochenende und wir sehen uns dann nächste Woche. Baba!